Dazu okay, nee, er geht nach oben, ich jag ihn. Du darfst nicht zu nah ran. Okay, habe ich auch gemerkt. Habe ich auch gemerkt. Zum Glück ist er an der Tür hängen geblieben. Er hantet schon wieder. Was ist los mit ihm? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit Phasmophobia und mit mir am Start ist die gute Arani alias Nachtherrin. Wir befinden uns hier im Edgefield Street House und so viel kann ich schon mal spoilern. Es wird auf jeden Fall eine interessante Runde. Ihr werdet hier einen neuen Trick kennenlernen oder eine sichere Variante, den Geist zu entkommen. Doch natürlich muss man auch ein bisschen greeden. Und dadurch wird es vielleicht etwas zu close. Doch, also ich finde es schön. Und hey, das ist mal auf jeden Fall ein guter Bug, der einen nicht irgendwie negativ effektet. Ah, bis sich dann der Truck auffrisst oder so. Oder du durchglitscht. Wenn es ein Baby-Truck ist, dann auf jeden Fall. Okay, wir brauchen ein Foto, EMF und müssen Zeuge werden. Joseph Harris. Also ich hätte gern Garagenschlüssel, der das hier aufmacht. Das wäre schon richtig nice. Und es gibt ja sogar einen Garagenschlüssel, aber er bringt halt nichts, weil man trotzdem in die Garage kann, auch ohne Schlüssel. Ach, mit dem Kellerschlüssel, ja. Das ist genau das Gleiche, also ich verstehe es einfach nicht. Mr. Harris, sind Sie da? Nein, noch nichts. Gib uns ein Zeichen. Ich habe hier unten 2 Grad. Ist das nicht noch überall 2 Grad? Was ist das denn? Aber keine 2,6 Grad. Da liegt ein kleiner Schuhkarton unter dem Beustelltischchen, Nachttisch-Dings. Ah. Oh nein. Ja oder nein? Ich hatte gerade 0,8 und ich habe einen Step. Und das in dem einzigen Raum, der kein Licht hat. Oh, der kleine hinten links. Der hat auch ein Licht. Aber ich rede vom Keller. Oh. Mhm. Vor allem kannst du nie sicher sein, dass vorne ist hin. Ja, vor allem in beiden. Also schon wieder der Hammer. Der Hammer verfolgt uns. Ja, also in beiden. Das ist ja schon mal. Ja, ja. I hate it. Toll. So, Plan Geisterraum verstecken steht. Können wir dann gleich mal ein Video hier anwenden. Und wir haben nur ungefähr 5 Stunden daran rumgetüftet, um es zu verifizieren. Hey, easy. Es friert komplett. Ja. Ja, hey, wo bist du? Was willst du? Ah, Sanity Trap. Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Bist du hier? Oh, aktuell mag er noch nichts sagen in beiden Räumen. Okay, das ist schon mal gut. Willst du gerade durch die Kopfhörer gucken oder bist du schon? Ich bin leider schon wieder herin. Alles gut. Toll, jetzt. Cams wird jetzt auf jeden Fall ätzend. Wir brauchen auf jeden Fall in beiden Räumen Cams und auf der Treppe noch Cams und nervig. Zum Glück haben wir zwei. Ist die Kopfcam ja ansehen. Ja, ich glaube, du brauchst sie auch nicht immer an- und ausmachen, du hast mich gerade weggeschultert. Oh, sorry. Alles gut. Ich habe es einmal vergessen und seitdem mache ich, das war glaube ich mal in der Highschool, habe ich es vergessen. Ja, ich kenne das, weil vor allem, wenn du die früher umgestellt hast, war das ja so, dass du es machen musstest. Ich habe das auch immer gemacht. Mittlerweile ist es, glaube ich, jetzt gefixt worden schon. Ja, ich hoffe. Ich habe gerade 2 Kruzifixe und hau die schon mal einfach da rein, oder? Sehr gut, ja, passt. Hast du jetzt die zweite Kerbe in dem kleinen Raum? Wir müssen dann immer noch den Knochen suchen. Ach no. Ich habe einfach abgebrochen, weil du einen Step hattest. Dachte ich, joa. Ja gut, aber da kann er nicht mehr weit sein. Freezing will ich ja schon mal eintragen, bevor ich es vergesse. Ich kenne mich ja. Ja, stimmt schon. Okay, UV-Lampe und der Rest liegt eigentlich schon. Aber ich nehme noch einen EMF für den kleinen Raum.
Muss ja wahrscheinlich noch kein Fingerabdruck sein, aber vorsichtshalber. Also die Cam, die auf die Tür filmt, die kann auf jeden Fall weg, da ist nichts. Die hinten? Wenn du so umstellen magst. Ah, die andere. Ach, sie zeigen beide auf die Tür. Ja, so unglücklich ausgedrückt. Aber die andere sieht auch keine Orbs gerade. Das ist die Frage, hier haben wir eigentlich alles abgelichtet. Wir können sie entweder hier nochmal hinstellen. Ja. Wir setzen mal hier. MF-Gerät habe ich hier nicht. Nee, ich glaube. Oh, er ist gerade in einem Plan. Ja. Okay. Er war auf jeden Fall da. Okay, Stufe 4. Ja, genau. Da, wo du gerade standest. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind auf 52% auf Sturm. Ich hasse es, wenn sie rauchen. Dann wollen wir ein Foto machen. Und ich, ja, ich könnte dann ja mal den Knochen suchen gehen, sonst ich habe keine Ahnung. Man hat halt echt schnell das Standard-Equipment drin. Ja, und da muss man halt warten oder ja. Du bist echt die perfekte Cam. Danke. Muss man gerade nach EMF gucken? 3. Aber er macht viel mehr Action hier vorne, also wenn, dann wären sie, glaube ich, hier. Mhm. Ja, gut. Momentan ist er auf Stufe 7. Der swappt die ganze Zeit. Hm? Das ist 5. Echt? Mhm. Ja, jetzt ist wieder auf 5. Oh mein. Banshee Phantom. Banshee Fingerabdrücke und Phantom. Geist du auch. Ich bringe jetzt einfach noch eine Cam mit rein. Und dann hast du auch mal was, oder kannst du auch mal was anderes machen. Ist eigentlich nicht schon ganz witzig, ne? Du weißt halt nicht von der Hand, du musst dich halt komplett auf deinen Teammate verlassen. Oh, das fing am Button hier an. Am Lichtbutton. Ah, nice one. Ja, gut. Haben wir noch eine Fotocam hier? Ich habe eine dabei. Okay, dann willst du Geist oder Knopf? Ich glaube, ich übernehme den Geist. Okay. Ich habe mich in der letzten Nacht so mit den Geistern eingespielt. Ich glaube, ich werde langsam selbst zum Geist. Das ist so ein Brain-AFK. Geistflüsterer? Ja, das liegt an mir, das Anstecken, glaube ich. Ja, gut. Na, ganz ehrlich, ich würde hier unten nicht chillen, wenn ich nicht wüsste, dass hier Spinnen sind. Oh mein Gott, ey. Ja, ganz ehrlich, die Geister in der letzten Nacht haben mich alle gehasst. Gab's. Er huntet. Oh, ja, ich sehe. Oh mein Gott, ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen. Oh mein Gott. Aber du hast ja einen Wandschrank da an Dings. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist nach oben gegangen. Oh Gott, das ist so risky. Also er ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Straight to me. Wo bist du? Ich. In der blauen Schlafzimmer. Okay, geht die Treppe runter. Okay, sehr gut. Und ist wieder hier. Okay, der ist in irgendeiner Tür. Der macht hier oben überall Fingerprints hinten und so. Okay, Lauf gehört. Schade, das Foto hat nicht gezählt. Ich hatte einen Kruzifix auf jeden Fall hingelegt. Die beide nicht gezählt. Das ist natürlich mal sehr typisch. Ah ja, Fingerabdrücke haben wir. Ganz Brain of Car. Ah, eine Banshee, okay, deswegen ist klar, dass er nach oben gegangen ist. Der will dich haben. Hm. Nur bis ich rausgehe. Er hat jetzt schon wieder. Aber er hat ja echt alles aufgemacht, ne? Warte mal. Bist du draußen? Nein.
Okay. Du bist safe. Vermute ich mal, wenn du nicht nah rangehst. Ich hoffe, der ändert seine Meinung nicht und handelt jetzt mich. Ich spiele gerade Paparazzi. Okay, nee, er geht nach oben, ich jag ihn. Du darfst nicht zu nah ran. Okay, habe ich auch gemerkt. Habe ich auch gemerkt. Zum Glück ist er an der Tür hängen geblieben. Oh mein Gott, das Gänsehaut-Feeling. Aber ich habe ihn zumindest kurz abgelenkt. Frage, welche Quests es noch fehlen. Foto. Nur noch Foto. Da hatten wir kurz Fix. Das weiß ich gar nicht. Aber keine Ahnung, der riecht mich auch irgendwie oder so, ich weiß auch nicht. Der kommt immer ziemlich nah her. Ich würde es einfach im Schrank verstecken. Ich habe den Knochen halt einfach noch nicht gefunden. Ich schaue nochmal hier unten. Ich glaube, an den Wandschränken müssen überall Fingerabdrücke. Er hat halt auch echt hier ins Bad reingeguckt, alles, ne? Er hatte schon wieder, was ist los mit ihm? Ich glaube, wir sollten echt erstmal aus dem Haus rausgehen. Mhm. Gut, bei Banshees ist ja nicht so eine Sache, ne? Ja, ja, gut, das stimmt. Okay, er ist oben. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Hat's mich gerissen. Oh oh. Bitte hör auf zu handen. Help. Oh mein Gott, der hat gerade noch. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, eine Sekunde länger und ich werde down. Puh. Hast du einen Knochen gefunden? Nee. Ja, shit. Nein, nicht. Keines der Fotos vom Geist zählt. Ich hasse das, wenn er hantet. Wie können wir denn auf null... Okay, ich stand lange im Keller, wegen Cam und so. Aber du? Ja gut, ich war jetzt auch relativ lange unten. Wahrscheinlich jetzt auch durch das Handen die ganze Zeit. Also Fingerabdrücke würde ich glaube ich schon noch holen, oder? Ja, Fingerabdrücke auf jeden Fall. Foto wird halt schwierig. Ich habe es viermal versucht und keine Chance, nicht mehr Interaktion. Na gut, wir können dann nochmal aufstocken. Bei 80. Okay, versuchen wir es nochmal. Oh mein Gott, das war jetzt seltsam. Wieso, was war? Dieses Knacken da von der... Beide Kruzifixe sind aber auch weg. Warum ist sie denn so? Hat sie schon wieder? Ja. Ja. Lichter sind an. Ja. Aber ja, das Knacken von der Treppe hat sich irgendwie verändert. Ja, das war mehr so ein Knick-Knick irgendwie, anstatt dieses Knack oder Knarz. Mhm. So, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wunderschön erklärt. Ja, ich glaube, man hat es verstanden. Also ich hatte letztens den Knochen irgendwo hier in so einem Regal, aber ich glaube, da ist er heute nicht. Also ich bin einfach gesehen haben. Ich bin im Erdgeschoss noch mal alles abgelaufen, aber ich habe keinen Knochen gefunden. Ey, jetzt hat sich schon wieder die Dings rausgemacht. Ey, was ist los mit dir? Ihm? Es? Sicherung. Er? Ich glaube, es war ein Er. Ich nehme gerade mal das UV-Licht mit. Yep. Ich habe ein bisschen Angst, wenn sie mich wirklich will. Er. Es. Oh Mann. Ja, ganz ehrlich, wir dürfen im Alter nie Alzheimer bekommen. Wenn es jetzt schon so anfängt.
Wir sind all. Ich habe schon Alzheimer. Sie hat halt. Ja, er, sie. Mein Gott. Alle Schranktüren sind angepatscht. Alle. Es sind einfach vier Fingerprints nebeneinander. Ja, krass. Viele haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da können wir noch einen Slot freilassen fürs Geisterfoto, oder? Wenn, dann ist ja auch der Knochen jetzt fast schon egal. Ist ja die Frage, ob sich der Geist zeigt. Wieso habe ich eigentlich Sandy die Pin genommen? Ich stehe ja sowieso die ganze Zeit, bis sie dann anfängt zu handeln, wer sie ist. Ja, so konnten wir zumindest mal kurz nochmal den Knochen nicht finden. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, richtig gut, ne? Ich muss sagen, ich vermisse die Toiletten in Asylum. Und mit diesen Double-Türen hätten sie sich so sicher gefühlt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hinterher sind sie einfach für den Geist so durchsichtig quasi und dann stehen wir da. Oh, das hätten wir echt noch testen können. Ob allgemein die Toilettentüren zählen. Oh Mann, okay, ja, können wir noch. Für Alter. die Wissenschaft. Sie macht echt gerne das Licht aus. Und sie wird aggro, wenn ich es wieder anmache. Hat sie dich angehaucht, siehst du Nee, sie hat aggressiv gesteppt. da? Ah. Okay, wie ist der Unterschied zum normalen Steppen? Das normale Steppen ist so ganz gechillt, so einfach so Ausrutschsteppen, so, weißt schon, so ganz, ganz gemütlich. Das Aggressive, da haut sie richtig auf den Boden. Er sie ist. Okay. Oh mein Gott. Ich kann mich noch ans letzte Mal, als hier unten der Geist war, erinnern. Da ist sie richtig ausgerastet. Hallo, du kleine Banshee, wo bist du? Du musst es ja Sie? fragen. Oh mein Gott. Wow. Wieso bist du nicht einfach in den Schrank gekommen? Schra was? Hauptsache, du hast die sogar extra aufgemacht und präpariert. Stimmt. Ah, er kommt wieder runter. Na, dann zeig mal deinen tollen Trick. Spiel mit dem Geist ein bisschen. Oh, Bestimmt eine tschüss. gute Idee. Aber der will mich ja gar nicht haben, der ist abgebogen. Als ob sie nee sagt, wenn du da so breitwillig stehst. Ja, ganz ehrlich, ich präsentiere ihm, er, sie, es, was auch immer, hier meinen wunderschönen Hintern. Aber sie wollen mich nicht. Das ist traurig. Ja, das ist echt schlimm. Ey, das EMF-Gerät geht mir jetzt auf den Sack. So, du bist das Target jetzt. Good luck in front. Na toll. Ja gut, das Foto hat leider auch nicht gezählt. Da können wir uns eigentlich langsam auf den Weg machen. 9% schon wieder ist doch Es geht echt unglaublich. schnell. Ja, Aha. krass. Tja, und ich habe leider nur dich mit dem Foto erwischt. Ich sehe nur Nachthimmel. Bin ich Weil er gemeint. stand halt direkt hinter dir. Ja. Also ich bin gerade runter und dann ist schon wieder Nase an Nase gespawnt. Also ich weiß auch nicht, warum die Geister das immer machen. Joseph. Ich finde es echt schwer, eine Interaktion oder ein Foto festzuhalten bei der Geisthante, dadurch, dass sie die ganze Zeit blinken. Okay, ihr hantet. Ich bin raus. Das freut mich aber. Ich stehe im Schrank. Das ist doch sicher. Aber ich sehe sie auf der Cam gar nicht. Ist sie gar nicht da gespawnt? Ist noch im kleinen Raum. Oh, Ah, nee, was? Treppe. Ich hoffe einfach so, dass dieser Tipp immer funktioniert, dieser Trick.
Er geht wieder weg. Da kommt her, Mr. Geist. Ich habe nur Schiss, dass er in einem kleinen Raum ist und dann übersehe ich ihn und bam, ich bin tot. Eine Treppe. Okay. Komm. Wahrscheinlich nicht wiederkommen zu wollen. Doch, jetzt. Oh mein Gott, das war knapp. Ich wollte unbedingt noch schauen, dass ich irgendwie ein Foto kriege. Er hat aufgehört. Jetzt aber schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hau jetzt langsam ab. Wir haben aber kein Foto vom Geist. Ziel 3. Nicht erledigt. Das war ja auch die Frage, ob ich ihn erwischt habe. Und tschüss. Hey, diese Geister. Aber dass wir an das Haus nicht gedacht haben mit Spinden. Wir haben an jedes Haus gedacht, sogar an die Highschool. Und da gibt's nicht mal einen. Tja, wichtig ist ja nur, dass wir die Spinne in Masainem gefunden haben. Oh ja, und das stimmt. Sonst noch alles Mögliche. Oh mein Gott, willst du noch mal mit ihm spielen oder wollen wir fahren? Ich glaube, wir haben gar keine Fotos mehr. Nee. Also das wäre einfach nur Zuckerli. Nee. Dann fahren wir lieber. Nicht so wirklich. Ja, gerne. Ah ja, und das war ein R. Das haben wir jetzt noch geklärt am Ende. Mhm. Und das, obwohl wir keinen Knochen gesehen haben. Dieser blöde Knochen, ne? Das war jetzt ein bisschen mau hier. Ja, 150 nur. Ganz ehrlich, wenn du Aufgabe 1 in Asylum erledigst, hast du schon fast mehr. Tja, Asylum, lass doch hingehen. Okay.